Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. So, ich konnte den Bug temporär beheben. Könnte sein, dass die Beleuchtung jetzt ein bisschen komisch ausschaut, aber ich denke, lieber ein bisschen strange Beleuchtung als... Ja, der schwarze Blob vom letzten Mal. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber... Wie gesagt, ist ein bekannter Bug. Ich meine, das Spiel ist jetzt doch schon älter. Ich denke nicht, dass da irgendwann mal noch ein Bugfix kommen sollte. Aber ja, kann man beheben. Ist eigentlich relativ simpel. Kurzes Googeln und schon ist die Lösung parat. So, wir sollen hier irgendwie... Ja. Geil. Irgendwas soll ich hier machen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich soll... Ne, Moment. Nein, da will ich nicht hin. Da kommen wir her. Da setzen wir jetzt mal einen Wegpunkt hin. Ich glaube, ich soll die Generatoren wieder hochfahren oder irgend sowas war das. Wenn ich mir jetzt noch recht erinnere. Ich war das letzte Mal ein bisschen beschäftigt mit Buggy-Scheißdreck. Mittelschwer ist gar nicht mal so einfach. Das ist ziemlich scheiße. Ja. Mann. Hätten wir bloß das gottverdammte Scheißdreck verkauft. Huhu. Rex. Oh, dass meine Kaspelköpfe immer so absolut verspackt sind. An irgendwelchen Kisten hängen bleiben. Mann. Okay, da habe ich schon wieder irgendwas. Was haben wir hier? Ja, geil. Ja. Ja gut, wenn ich es eh nicht mitnehmen kann, dann... nehme ich mir wenigstens Universalgel mit. Was soll ich jetzt machen? Ist jetzt, wie es ist. Warum weisen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Das finde ich jetzt aber nicht so toll, dass die mir gleich in meinen Rücken zeigen. Kommt da mal von der Türe weg. Was haben wir hier? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich meine... Okay. Habe ich eh verkackt. Egal. Da verkacke ich jetzt. Ja. Andererseits können wir da jetzt auch Universalgel hernehmen, weil... Well, fuck it. Oh, das tut so weh, Leute. Das tut so weh. Ich krieg hier ganz viele Viererwaffen. Ja. Mann. Ich krieg hier Viererwaffen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier diesen ganzen Dreier-Scheißdreck, den wir noch haben, und Zweier zu Universalgel. Ich würde es saumäßig gern verkaufen. Aber ist jetzt, wie es ist, Leute. Ich kann gerade leider nicht zaubern. Boah, das brennt mir im Herzen. Boah, das würde so viel Geld geben. Oh Mann. So. Hier müsste ich doch jetzt auch... Panzerbrechend. Reißer. Dieses ganze Zweierzeug haben wir jetzt hier weg. Ich hätte es verkaufen sollen. Naja gut. Dann haben wir halt Universalgel bis zum Tod umfallen. Ja. Chemisch noch. Meine Fresse.
Haben wir hier noch irgendwas? Großkaliber. Gut, ich glaube jetzt ein paar Slots sollten jetzt wieder wieder frei sein, oder? Was sagt ihr denn dazu? Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Ich muss mein Blut zum Zirkulieren bringen. Suchen Sie mir was zum Töten. Alles klar. Deine Einstellung gefällt mir. Aber ich glaube. Moment. Ah, da müssen wir hin. Genau, Waffen wegstecken. Gute Idee, gute Idee. Wir sind im feindlichen Außenposten und wir stecken unsere Waffen weg. Richtig, richtig smarte Aktion, Leute. Also, ich bin stolz auf euch. Ihr macht mich echt stolz. Oh, leck mich fett am Arsch. So. Okay. So weit, so gut. Ich glaube, perfekt. Tali, du bist nicht unbedingt das Smarteste. So. Der ist weg. Ist der andere geflüchtet, oder? Okay. Danke. Was war das? Was war das? Wohl nur Trümmer. Nur keine Panik. Ich bin der Beschützer meiner Nächsten. Ja, wir dürfen uns jetzt wohl mit einem Zerg rumschlagen. Oh! Ekelhaft. Hinter uns ist nichts. Hier kann man sich. In dem Modus kann man sich echt gut umgucken. So. Oh, wir sind da ganz nie gesehen. Wir sind. Keine verdammte Ahnung. Aber irgendjemand auf diesem Berg kann es uns sagen. Wir sind ganz schön vergiftet, Leute. Aber sowas von. Ekelhaft. Ekelhaft. Die lassen die Zerg auf mich los, die Schweinepriester. Oh. Okay, hier kommen wir wohl nicht weiter. Dann haben wir das auch geklärt. Dann nehmen wir halt den Weg. Gut, ich bin wieder fit. Giftschaden macht mir Gott sei Dank nicht so viel aus. Ganz offensichtlich. Leichte Dechiffrierung. So. Gut. Und das Spiel hat mal nicht sofort gemeckert. Was haben wir hier? Okay, irgendwas im Codex aktualisiert. Dann schauen wir mal hier lang weiter. Na, will ich die Tür wirklich aufmachen? Gut. Ich werde nicht gefragt. Medizinkit. Also bisher. Stirb! Rex, alles klar. Du heilst dich von Giftschaden auch relativ schnell. Bei dir habe ich jetzt keine Sorgen. Tali ist da eher so die Kandidatin, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Okay, ein weiterer Aufzug. Dam, 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 dam. Und wir stecken die Waffe wieder ein. Also, verstehe ich nicht. Wieso man da seine Waffe einsteckt? Das macht so gar keinen Sinn. Ich bin aber gespannt, wer unser Boss, Endboss hier sein wird.
Geräusch gefällt mir nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ein Hilfsstromsystem, Shepard. Muss für den Großrechner der Station sein. Ja, super. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Ja, super. Klasse. Verschwinde endlich. Okay, was haben wir hier? Ja, die virtuelle Intelligenz ist aber nicht da. Ist er nicht da? Kann ich nicht kontaktieren, ne? Okay, die Schlösser sind alle verriegelt. Gut. Dann müssen wir wohl gezwungenermaßen... Schauen wir mal kurz auf die Map. Mirakern. Okay. Ich meine, viele Optionen haben wir ja nicht, oder? Das seht ihr doch genauso. Okay. Huhu. Nee. Ja, versuchen wir es mal. Was? Modulkapsel zur Reaktor... Was? Moment. Was? Modulkapsel hier. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich hier gerade tue. Gut. Okay, das kann ich hierher. Das kann ich hierher. Leck mich am Arsch. Ja. Ernsthaft. Ich spiele doch jetzt hier nicht. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Wozu brauchst du diese Information? Um Ihren Autorisierungslevel feststellen zu können. Eine Level 1 Autorisierung ist ausreichend für alle einfachen Anfragen. Eine Level 2 Autorisierung ist ausreichend für den Zugriff auf die meisten Systeme. Eine Level 3 Autorisierung ist den führenden Angestellten von Binhex vorbehalten. Commander Shepard, ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von Binhex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Rift-Station genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen.
Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid, zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von BinHex. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe-1-Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe-2-Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe-3-Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Ja, ich vermute mal, dass ich jetzt den restlichen Scheiß auch noch aktivieren darf, oder? Wieder anschließen, geil. Okay. Gut. Und eine Reaktorreparatur. Und die Landleitung. Nice. Zur Riftstation. Richtig, richtig geil. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal an die Arbeit. Aber zum Zug, zum Reaktor. Und das war nach... Oh, zur Cafeteria. Und das geht zum Dach. Okay.
Dach ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da müssen wir in die Richtung. Wahrscheinlich ist die Tür zu, oder? Lass mich raten, die Tür ist zu. Oh, nicht einmal. Nicht einmal. Aber meine Freunde, für heute reicht's wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns Hauptreaktor wurde im nächsten Part wieder. Bis dahin. Abgeschaltet. Ciao.